ist eine Kurbel. Schön. Überall diese Leitern. Oh, hier ist schon wieder eine Falle. Kann ich die... Aber die kann ich gar nicht wegmachen. Das ist doch doof. Und da ist auch ein Ausrufezeichen. Aber wenn ich hier durchlaufe, wird doch irgendwas passieren. Das sehe ich doch. Hier, Kurbel. Sich frei. Springen kann ich auch nicht. Naja, müssen wir mal gucken, was passiert. Also das ist einfach kaputt gegangen und irgendwas ist passiert. Noch eine Kurbel. Sollte ich hier nicht irgendwas machen, da ist zumindest ein Ausrufezeichen. Vielleicht der Kessel. Oh Gott, Kurbelrad. Schön, ich hab ein Kurbelrad mitgenommen. Und jetzt komme ich hier durch. Wo auch immer mich das hinführt. Ah. Ach, hier in mein Stilleraum, glaube ich. Aha. So. Cool, dann habe ich schon mal einen Ort, wo ich hinflüchten kann, weil ich hoffe mal nicht, dass die Viecher durch die Schlitze da kommen. Jetzt habe ich ein Rad dabei. Schön. Aber noch keine Familienwappen. Was soll ich denn mit einem Rad? Jetzt weiß ich gerade nicht, wo die alle sind. Jetzt weiß ich zumindest, wo einer ist. Du kommst aber nicht hier rein, oder? Ah, besser ist es. Das ist jetzt mein Schacht. Mein Schacht. Lass mich. Boah, wenn die hier jetzt noch reinkommen würden, ey. Aber gut, wenn du hier bleibst, dann gehe ich halt wieder außen rum. Oh, hier geht's auch noch hin. Wo komme ich von? Ne, hier komme ich... Moment, dann geht's auch noch rechts lang. Aha. Ja. Hier komme ich aber weit. Irgendwie meine Kurbel irgendwo ranmachen? Oder ist es einfach nur zum Verstecken? Er geht gerade. Das ist gut für mich. Also hier ist immer noch verschlossen. Boah, das Spiel in VR. Ich würde sterben. Da würde ich es nicht anfangen. Gut, dass ich eh keine VR-Brille habe. Kann ich jetzt gar nicht auf schlechte Gedanken kommen. Ah. So. Hier war der Raum. Aber seine dummen Wappen habe ich immer noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo die sein sollen. Außer vielleicht hier ganz hinten. Ich finde alle Familienwappen. Hier links waren wir auf jeden Fall noch gar nicht. Und da ist ein Raum noch abgesperrt. Ah ja, stimmt. Den kriegen wir wahrscheinlich erst auf, wenn wir die Familienwappen haben. Versuch mal hier irgendwie weiterzukommen. Ach ja, komm, hör auf zu husten.
So, hier war er, glaube ich, noch nicht drin, oder? Ja, doch, hier hinten war ich schon. Und da ist genau das Gleiche passiert. Bitte gehen Sie... Oh. Mann. Oh, musst du mir jetzt hinterher? Ah, jetzt hat er mich. Ich bin gar nicht da. Verschlossen. Ich bin gar nicht da. Boah, Gott, der hat mich jetzt verloren. Hallo? Ah, der hat ein Wappen für mich. Toll. Möchte gerne mal wieder speichern. Hallo. Da läuft auch einer. Krieg aber nicht auf. Der Arme. Was ist mit dir da drüben? Wo gehst du hin? Ja, natürlich wieder in meine Richtung. Ach Mann, ey, die gehen mir auf den Sack. Kommt er jetzt oder nicht? Oh, Resident Evil 7, ist das das Neue mit dieser Tante mit diesen Riesenbrüsten? Wenn ja, kann ich mir das vorstellen, dass da genug Schockmomente drin sind. Muss ich mir noch bei Gronkh angucken. Hatte ich bisher noch nicht die Zeit, aber... Ich würde es irgendwie gerne auch selber spielen, aber dann denke ich mir wieder so... Nee. Lieber nicht. Oh. Bleib da bitte kurz stehen. Ich möchte hier in meine stille Ecke, dankeschön. Aber hier kommt er wahrscheinlich auch hinterher. Boah, das macht doch bestimmt mega Lärm. Nee. Aufstehen. Und wehe, der Dude hier in dem Raum macht jetzt super Lärm, dass hier alle angerannt kommen. Ich bin jetzt bei dem Typen drin. Bruder, ich bitte dich eindringlich, nicht ständig so unüberlegt zu handeln. Wir haben diese Todesräume gemeinsam entworfen und gebaut, um die Kreatur zu füttern und unsere Pläne zu finanzieren. Aber ich kann deine Vorliebe für sinnlose Gewalt nicht länger hinnehmen. In der Vergangenheit mag sie einst akzeptabel gewesen sein, als sie gestern noch in Scharen zum Hotel kam. Doch heutzutage können wir uns keine verbrannten und verstümmelten Leichen mehr leisten. Isaac. Wow. Wir haben zu wenig... Oh Gott. Wir haben zu wenig Buchungen, wir müssen weniger Leichen haben. Ach, Gott sei Dank. Gut, dass ich das schon mal mitgenommen habe. Oh Gott, diese Geräusche hier sind so schlimm. Hier sind irgendwelche Leichen. Hier ist noch eine Tür, die ich aufmachen kann. Ich glaube, der läuft hier hinter. Ach ja, hier, schön. Ich würde gerne mal wieder speichern. Ach, ganz ehrlich, ich habe genau dasselbe gedacht, aber Reiz war zu groß, das Spiel weiter zu spielen, ja? Genau so geht's mir auch. Oh, hier ist ein Button. Jetzt sitzt er da aber nicht mehr. Oh nein. Ja. Das war zu erwarten. Hab mich trotzdem ein bisschen erschreckt. Macht er das noch kaputt? Ich komme gerade auch nicht mehr. Oh doch, komm. Du
Kackhund. Ah ja, geh da bloß gegen. Ich habe jetzt irgendwas aufgemacht. Wahrscheinlich die Tür da hinten. Oh nein, jetzt ist der auch noch frei. Oh, du bist echt laut. Jetzt habe ich noch einen befreit. Juhu. Kannst mir eigentlich dankbar sein, da hinten. Oh Gott. Oh, das ist super laut, ey. Vielleicht sollte ich die Lautstärke noch mal ein bisschen runterdrehen. Ich bin gar nicht da. Alter, dieser Junge, ey. Gehen Sie bitte wieder. Warum geht der Typ nicht zu dem Ding, der gerade das Fenster einschlagen will? Das ist doch mega laut. Aber nein, geht zu mir. Oh, Idiot. Macht die Tür vor sich selbst zu. Okay, ich habe jetzt nicht gesehen, wo er hingelaufen ist. Ja, da hätte ich mir jetzt auch ein Facepalm gegeben. Ich bin gar nicht da. Oh, jetzt komme ich wieder hinterher gedödelt. Ja, komm. Hau ab. Gut, dass ich so rückwärts gut einparken kann hier. Ja, komm, hau ab. Kacke, ich glaube, der kommt hier auch noch durch. Nicht halt noch Plan B. Mein Wundergerät. Bist du jetzt weg? Die Tür ist immer noch offen. Oh, da ist er. Hier ist nix. Gehen Sie bitte. Das ist auf jeden Fall... sehr gut gepanzerte Gläser. Ist er jetzt endlich mal weg? Naja, steht er immer noch rum. Och. Tja. Na, die geht's immer noch gut, schön. Mann. Ich glaube, ich muss gleich mal mein Dings einsetzen, dass der da mal stillhält. Ach. Kann der mal wieder gehen? Bitte gehen Sie! Mann! Die ganze Zeit rennt er am Flur rum, jetzt hängt er hier in dem Raum fest. Mann! Ich glaube, er kommt hier gar nicht rein. Ist das dein Ernst? Ich bin die ganze Zeit da in die Ecke, ey, und rennt dann wieder zu mir. Mann, das ist doch... Oh. Mich doch verarschen, ey. Ja. Warum hab ich nicht irgendeine Axt dabei, ey? Geh weg jetzt. Geh. Mann, vielleicht geh ich mal hier hinten in die Ecke. Vielleicht denkt er denn, dass ich weg bin. So. Ja, der Sound nervt echt. Ich würde auch gerne weitergehen, aber... ja, entweder muss ich es riskieren, dass er mir dann hinterherläuft die ganze Zeit und mich vielleicht noch umboxt und ich habe nicht gespeichert, seitdem ich hier bin. Oder ich muss halt mein Gerät da verwenden, dass er mal kurz einfriert. Aber das werde ich wahrscheinlich noch so machen. Ja,
Vielleicht ist er jetzt mal mittlerweile wieder weg. Oh, sieht gut aus. Aber er ist tatsächlich weg. Obwohl, er könnte auch da hinten lang gegangen sein. Boah, weh, da ist hier wieder im Flur und wieder hinterher, ey. Da ist auch schon mal nicht. Ich glaube, ich habe gute Chancen. Ich möchte gerne speichern, Mann. Ich will den Scheiß nicht nochmal neu machen. So, jetzt muss ich zu dem Vogel gehen, der die ganze Zeit gegen die Scheiben kloppt. Yay. Junge, die Tür ist offen. Ja. Ach ja. Rückzug. Wieder mein Safe Room. Ach Mann. Hey, willkommen zurück. Hier waren wir ja schon länger nicht mehr. Ich hoffe, der Renntyp ist jetzt mal nicht hier. Ich glaube, ich mache mal auch eine kurze Pause. Ich muss die ganze Zeit auf Klo. Bis gleich. So, auf in eine neue Runde rumschleichen und warten. Sicher, wenn wir. Ah, da läuft er. Jetzt läuft er gerade vorbei. Okay, dann warte ich noch einen Moment. Jetzt höre ich gerade zwei laufen. Ah ja, da läuft gerade noch einer vorbei. Gut, dass sie beide in die gleiche Richtung gehen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Rückhoffe, ich kann mir jetzt endlich mal dieses blöde Wappen nehmen. Ich will so gerne speichern. Ich glaube, dafür muss ich wieder quer durch den Raum da hinten latschen. Okay, solange er da hinten drin bleibt, ist das in Ordnung. Yay. Nimm's mit. Wappenfragment. Wuhu. Haben wir hier noch irgendwas? Okay, bis auf einen Raum da oben rechts. Waren wir auf jeden Fall erstmal überall hier oben. Ist ja schon mal ganz gut. Da ist noch ein Fragezeichen bei diesem Schlauchgang. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und eine verschlossene Tür. Das Grammophon ist so weit weg. Dann versuche ich mal in den Raum da oben rechts noch irgendwie reinzukommen. Oh, es ruckelt gerade kurz. Vielleicht ist da ja auch ein Grammophon drin. So, Hugo, wo gehst du hin? Oh, der läuft hier mal im Kreis rum. Ja, jetzt hat er mich wieder gesehen, auch wenn er nicht sehen kann. Irgendwie scheinen die ja doch zu sehen. Ich stand ja nur still da und hab den Atem angehalten. Warum kommt er trotzdem auf mich zu? Das könnte noch eine Weile dauern. Und ich will an dem einen eigentlich auch nicht mein Gerät einsetzen. Ah, dann kommt er schon wieder raus.
Okay, er kommt, glaube ich, immer nur zur Tür und geht dann, glaube ich, wieder hinten lang. Ach nee, da kommt jetzt auch nur einer. Scheiße. Into the safe room. Ah, ich weiß nicht, ob sie hier... Hier ist ja recht viel Platz. Ich kann mir vorstellen, dass die hier auch reinkommen. Moment, kam der nicht immer hier aus... Nee, der kam da immer raus. Ich warte mal, bis er bei der Tür ist. Dann versuche ich mal da hinten hin zu sneaken. Schnell, Thomas. Lauf schneller. Der auf zu husten. Ah, jetzt hat er natürlich wieder gehört. Du Saftsack, ey. Mach die Tür auf. Ach du Grüne. Was ist denn hier? Bitte mach nicht die Tür auf. Nein. Geh bitte wieder. Ah! Jetzt muss ich's machen. Ich weiß nämlich nicht, was das hier für ein Raum ist. Ah, ein Schlüssel. Nimm ihn mit. Cool. Ich bin weg. Tschüss, Leute. War schön. Ich bin weg. Okay, cool. Wir haben jetzt den Schlüssel. Moment, ich geh mal kurz in den Raum rein. Ah. Boah, ey. Krass ist, dass die Türen aufmachen. So. Wir haben jetzt den Musikschlüssel. Damit kriegen wir auf jeden Fall ein paar Räume wieder auf. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Tür da oben auch so einen Schlüssel hat. Kann sein. Ich möchte jetzt gerne... Ah ja, und da ist auch rechts so ein Wellenzeichen. Wellenzeichen, sage ich schon. Diese Hafenzeichen. Jetzt muss ich irgendwie wieder safe zum Grammophon kommen, weil da kann ich speichern. Gott, dafür muss ich so einen langen Weg wieder zurück. Ich wünschte, ich könnte auch so irgendwie speichern. So, er läuft ja da immer seine Runden. Aber hier kommt, glaube ich, auch immer irgendeiner hoch. Ich sind aber immer die Türen offen. Ich höre niemanden. Ah, doch, da vorne. Mann. Bitte gehen Sie. Ich weiß noch nicht, wie weit der läuft. Oder ich glaube, der kommt bis hier hinten hin. Das könnte, glaube ich, auch wieder eine halbe Stunde dauern, bis ich da wieder hinten bin. Aber irgendwie ruckelt es hier an dieser Stelle immer. Gott, ruckel. So laut. Entweder ist das der Dude. Ah, da kommt er ja. Okay, der dreht hier auch seine Kreise. Dreh dich um und geh wieder zurück.
Oh ja, bleib noch stehen. Gab ja alle Zeit der Welt. Ah ja, hier ist ja mein anderer Safe Room. Keine Ahnung, ich wieder. Von hier kann ich wieder nach oben. Aber sonst nirgendwo hin, okay. Ich weiß noch nicht, wie weit er hier nach links geht. Oder wo er da genau hingeht. Ist er hier links rein? Ich glaube, er ist aber noch weitergegangen. Oh, da ist der Fette. Och Leute, ich war schon so weit. Hatte ich mal einen kurzen Moment der Freude. So, ich bin jetzt hier. Achso, das Fragezeichen ist dieses komische Schiff. Oder eigentlich auch nur wieder Lärm macht. Ich hoffe mal, die kommen da jetzt nicht rein. Nee, speichern konnte ich immer noch nicht. Ich muss nämlich da unten in der Mitte zum Grammophon und da kann ich speichern. Und da bin ich fast, jetzt kamen die auch noch schon wieder, ey. Aber ich kann... Ich kann ja wieder nach oben und da raus. Ich wollte eigentlich da unten rum, aber da sind die jetzt gerade. Vor allem diese eine fette Ding... Oh, hier ging die Tür gerade auf. Jetzt ist sie wieder zu. Sich wieder umentschlossen. Ich könnte natürlich auch einfach rennen. Weiß nämlich nicht, ob die da in meinen Safe Room reinkommen. Oder ich gehe hier außen lang. Mann, immer wenn ich irgendwo hin will. Ach, geh weg, ey. Drei Jahre später. Ich will doch nur speichern. Okay, der läuft da lang. Ich hab's gleich geschafft.